Hallo, erstmal zum Testoleros packen ein. Ja. Wir packen ein, ja. Wir packen ich ein. Habe ich schon hier. Ja, Schnauze voll. Nee. Nee, wir packen ein, nicht für Amazon, sondern... Herzlich willkommen, ich bin auch dabei und ich bin nicht der Uwe. Erstmal Prost, wa? Genau, bevor wir es vergessen, zum Wohl an euch. Mhm. Ja, warum packen wir denn heute eigentlich ein? So. Ja, was machen wir denn hier eigentlich? Ist doch Weihnachten, wa? Oder? Was ist hier? Was sind das überhaupt für Zettel, die hier liegen? Was ist denn das hier überhaupt? Ich weiß auch nicht, was ist hier eigentlich los? Hauptsache noch Bier ist da. So. Ja, Bier ist schon mal da, aber das verpacken wir jetzt. Mir wird jetzt hier nicht gesoffen. Was? Warum das denn? Was ist denn das überhaupt alles? So wie letztes Jahr. Packen wir mal wieder ein bisschen was ein. Für wen denn hier eigentlich? Für die Fleißchen Bierfluencer. Aha, okay. Die wir auch geil finden. Also hier haben wir drei Zettel. Und drei Pakete. Genau. Die sind nämlich geizig geworden. Außerdem finden wir bloß drei cool. Sag mal, Jens, was hast du denn da Schönes? Was ist denn das für ein Bier? Das ist das Feinste. Oder soll das eine Überraschung sein? Jetzt hast du es verraten. Mann, Mann, Mann. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich reingepackt. Du hast das Vollbier, du hast das. Nee, das nicht hier. Du brauchst eine Teile und das. Bockbier gibt's nicht. Ja. Sag ich gleich, wir haben hier ein helles Vollbier Naturtrüb. In Bernau gebraut. Und ein Bernauer Rathaus Pale Ale Naturtrüb. Auch in Bernau gebraut. Übrigens Bernau bei Berlin, ja. So irgendwie hier. Willst du noch abwischen? Achso, siehst du nicht wieder. Naja. Also ist das immer, Alter. So ein alter Sack ist. Immer dasselbe hier. Das man hier. Man muss das auch richtig machen, ne? Schön so. Ohne jetzt den. Nee, naja, nimm dir doch mal Mühe jetzt, bitte. Mann, jetzt haben sich die Haare verfangen, ey, Mensch. Welche denn? Na, die hier. Die hier vorne, hier. So. Ah. So, jetzt müsste ich wieder gut sehen können. Ah. Ah. Zeit zu Weihnachten bitte nicht so. Abonniert einfach den Kanal. Genau, ab 1000 gibt es wieder ein neues Gewinnspiel. Genau. Drei Pakete jeweils. Ja, ich glaube ja. Eins geht an Clemens Jedebrock. Ja, mangle her, klebe ich gleich auf hier. Einmal an Clemens. So, wa? Hast du auch alle drin gepackt, ja? Ich kleb's ja noch nicht zu. Zu. Wir haben übrigens keine Kosten und Mühen gescheut, vor allem den Kosten nicht. Du hattest ja nicht so mit der Mühe, aber Geld hat er rausgeleiert diesmal. Geld hat rausgeholt. Auf jeden Mal. Kosten könnt ihr. So, und? Das ist der einzige Bierfluencer oder was? Und zwar die Bierprobierer. Mmh. Habe ich mir gerade eben noch mal das Video reingezogen mit dem Helium-Bier. Sehr, sehr, sehr gut. Dass wir da nicht drauf gekommen sind. Tja, das stimmt allerdings. Tja, der Clip-Off. Auf jeden Fall war das ja noch vor unserem Kanal. Ist ja schon ein paar Jährchen her. Übrigens, die sind hier auch in dem Video verlinkt. Und auch unter dem Video in der Beschreibung. Einfach anklicken. Und dann kommt er zu dem Kanal. Na, alle drei, die wir vorstellen, ne? Ja, selbstverständlich. So, wen haben wir dann noch? Nummer 3. Der Biervergleich. Auch zwei Leute, die Biere probieren. Das sind ja, also, die haben schon ein paar hundert Biere probiert. Ja, und die vergleichen die halt immer. Ja. Das ist ja, sind immer sehr fleißig, aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und was ich auch gut finde, auch wirklich eine ausgewogene Mischung. Ja, Pale, Schwarz, Voll, Weißbier, Helles, die Dunkel. Trinken ich glaube, die haben alles dabei. Ne? Und lasst es euch schmecken, ja, also.
Das sind auch so die drei Top Biertester von YouTube. Das ist also, wenn ich das, achso, mal abgesehen von BierTV. Aber den folge ich nicht. Da kann ich nicht viel drüber sagen. Dann gibt es noch diese schönen Kärtchen hier. Ne? Genau. Da schreiben wir noch was Lust hier drauf. Und dann geht das Paket los. Ich hoffe, das kommt noch zu Weihnachten an. Kurz davor noch am besten. Ist ja irgendwie Sonntag diesmal. Ja, genau. Wenn nicht, dann sorry. Einen Tag später, dann am Mittwoch. Wenn nicht, dann gönnt ihr euch das zwischen Weihnachten und Neujahr. Genau. Ja. Ja. Das schreiben wir jetzt nochmal. Ansonsten wünschen wir euch schon mal frohe Weihnachten, guten Rutsch. Genau, frohes Fest. Ja. Macht weiter. Bleibt fleißig. Bernauer Rathaus, PLL Naturtrüb. Jetzt muss ich aber gucken, wo ich da drin packe. Oh, ja. Genau hier. Der Tipps heißt Nüsse, das ziehen wir uns mal hinter der Binde. So genau. Wie Rico sagen würde. Und bis dahin, lasst es euch schmecken, macht süd, bis zum nächsten Mal. Abonnieren, kommentieren, war, ja. Teilen ein bisschen. So sieht's aus. Frohes Fest, Leute, und kommt du drin. Genau, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Genau, wenn es wieder heißt. Feuer frei. Wo ist eigentlich Uwe hin? Tja, stimmt, der ist weg. Den müssen wir jetzt mal suchen. Also haut rein, ciao.